Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nur kurz um eine neue Funktion, einen neuen Bereich auf unserer Webseite. Nämlich haben wir ja immer mal jetzt zum Beispiel EEG-Kurzseminare veranstaltet und die Aufzeichnungen davon sind jetzt auch als Produkt verfügbar und die kann man sich im Nachhinein noch kaufen und kriegt dann exklusiven Zugang auf einen EEG-Mitgliederbereich auf unserem Lernportal mit kleinem Diskussionsforum und so weiter. Wir schauen mal rein. Wenn ihr bei uns im Shop seid und geht im Shop auf den Bereich Seminaraufzeichnung, ne, dann habt ihr aktuell dort drei Ergebnisse. Da werden in Zukunft auch noch von der Marktkommunikation und von Smart Metering und dann auch die nächsten EEG-Veranstaltungen zu finden sein. Ihr seht dann hier zum Beispiel die Veranstaltung vom 3.8. und das ist ein ganz normales Produkt, kann in unserem Shop ganz normal wie alles andere gekauft werden, in den Warenkorb packen und dann per Kreditkarte, PayPal, Rechnung, wie auch immer zahlen. Dann kriegt ihr den direkten Zugriff darauf, aber auch nach kurzer Freischaltung kriegt ihr den Zugriff auf dieses hier. Das ist so eine kleine Landingpage mit einerseits den Aufzeichnungen nochmal gesammelt. Hierfür werdet ihr dann freigeschalten von mir, solange wir noch kein Abo-Modell aktiviert haben. Das heißt, nutzt mal die Chance, kauft euch jetzt noch den Zugriff, weil in Zukunft werden wir das dann mit einem monatlich zu zahlenden Abo-Modell nur noch zur Verfügung stellen. Alle bisherigen Käufer sind dann aber freigeschaltet. Na, das machen wir ja immer so. Wer rechtzeitig genug zuschlägt, der hat es dann für immer. Und dann werden eben die nächsten Aufzeichnungen, also der Zugriff auf alles, dann immer nur noch für die zur Verfügung stehen, die ein Abo haben. So jedenfalls, wenn man dann hier drauf geht auf zur Aufzeichnung, dann öffnet sich eben ein Überblick, wo man auf die Aufzeichnung selbst und auch auf das Forum zugreifen kann. Die Aufzeichnung ist so wie alle anderen Kurse von uns ein bei uns eingebettetes Video, wo der Thomas aus meinem Team und ich, wie in diesem Fall, etwa 2,5 Stunden lang mit ein paar Teilnehmern darüber sprechen, was das EEG nach Beschluss, also das Osterpaket nach Beschluss, so ausmacht. Und unten dann auch der Link auf den verwendeten Foliensatz. Weitere Links werden dann hier auch noch gesetzt und gefunden, immer da, wenn es was Interessantes gibt. Und ansonsten haben wir hier unten auch den Link auf das Diskussionsforum. Und das habe ich jetzt gerade gestartet. Das heißt, hier sind erst ganz wenige Beiträge, wenig überraschend. Aber hier packen wir jetzt alles rein, was wir an Fragen, Antworten, Diskussionen und Interessantes rund um das EEG zum Beispiel zu sehen würden. Gehen wir nochmal auf unser wunderbares Energiefinanzierungsgesetz. Genau, wir haben es mal gegenübergestellt. So hieß es noch bis Juli. Genau. So heißt es ab Juli. Genau. Aus meiner Sicht, man hat es jetzt richtig benannt. Es geht nämlich um Finanzierung von Energieerzeugung, ja, von erneuerbaren Energien und nicht mehr nur um Umlagen. Wir haben auch im nächsten Schritt mal die Bestandteile des Energiefinanzierungsgesetzes aufgelistet. Wir wollen wirklich nur mal die Hauptartikel jetzt nennen an der Stelle. Ziel ist es, wie du es auch schon gesagt hast, die Finanzierungsregelungen oder Umlagen und was auch immer in einem Gesetz zusammenzuschreiben. Das ist im ersten Schritt noch nicht ganz gelungen. Ja. Es stehen viele Regelungen drin, aber wie immer nicht alle. Genau. Das werden wir gleich sehen. Also zum Beispiel, wir haben mal eine Regelung hier genannt. Zahlungsverpflichtungen zwischen Netzbetreibern und Anlagenbetreibern verbleiben im EEG oder im KWKG oder im ENWG. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht wird hier irgendwann auch das Ziel sein, um das einfacher zu gestalten, das wirklich in eine Regelung zu nehmen. Das werden sicherlich Novellierungen oder Novellen der nächsten Jahre dann mit beinhalten. Manches geht auch nicht so schnell umzustellen, ist einfach zeitlich und vom Aufwand her nicht möglich gewesen. Aber ich finde es schon mal einen guten Schritt, das jetzt in eine Gesetzlichkeit reinzupacken, zu sagen, wenn ich was zum Thema Finanzierung suche, dann gucke ich erstmal in dieses eine Gesetz. Und wenn ich es dort nicht finde, dann gibt es wahrscheinlich eine Sonderregelung, die ich dann doch nochmal woanders finde. Das EEG ist einfach 200 Seiten lang. Und wenn man es einfach durchscrollt, sieht man viele technische Voraussetzungen, regulatorische Voraussetzungen, dann Finanzierungsregeln. Man kann das sicherlich ein bisschen trennen und entschlacken. Und das ist, sage ich mal, auch der Zielhorizont, den wir hier sehen mit diesem NFG, dass hier wirklich alle Fragen der Zahlungswege stehen. So, dann ist es ja auch so gewesen, dass eine Regelung im EEG drin stand, die galt fürs EEG, galt dann aber gleichzeitig auch noch eventuell unter bestimmten Voraussetzungen fürs KWKG. Genau. Und wenn man das jetzt in ein Finanzierungsgesetz packt und dann sagt, es gilt für dieses und jenes, dann glaube ich, ist das übersichtlicher für alle Beteiligten, als wenn es an verschiedenen Stellen steht. Absolut. Es geht letztendlich um drei Hauptschwerpunkte in diesem Gesetz, also Finanzierungsbedarf für EEG und KWK-Anlagen, das ist der eine Punkt. Dann ging es um den Ausgleich des Finanzierungsbedarfs und die Zahlungen dazu. Ja.
Genau, Ausgleich hatte ich ja gerade schon gesagt. Und wie immer, wie gesagt, gibt es auch hier Ausnahmen. Da haben wir noch mal eine erwähnt, nämlich wenn es um das Thema Kosten für verspätete Anbindungen von Offshore-Windparkanlagen ging. Die bleiben im ENWG stehen. Unsere Vermutung ist einfach, dass es dann nicht mehr so viel Bedarf gibt und dass irgendwann aus dem ENWG verschwinden wird und man diese Regelung deshalb jetzt nicht erst nochmal ins Energiefinanzierungsgesetz überführt. Genau. Also diese berühmte Offshore-Haftungsumlage, die wir auf der Stromrechnung sehen, die steht ja dafür, ne, ein Offshore-Windrad ist fertig, ist aber einfach nicht angeschlossen. Es könnte laufen, aber das Kabel liegt nicht. Und das ist oft genug passiert, deswegen gab es diese Haftungsumlage. Und hoffentlich passiert das jetzt einfach nicht mehr so oft. Und deswegen wird das einfach in Zukunft keinen Regelungsbedarf mehr haben. Deswegen ist es hier nicht umgesetzt. Das ist so eine Interpretation, die wir hier setzen, in guter Laune praktisch. Mal schauen, ob es wirklich damit zusammenhängt. Oder ja, es sollte durch das Planungsrecht jetzt so abgedeckt sein. Das heißt, wenn ich eine Genehmigung für einen Windpark ergebe, dann sollte die Genehmigung für den entsprechenden Anschluss der Leitung dann auch schon geben und eventuell sollte schon angefangen sein, die zu bauen. Im besten Fall. Neue Füße gestellt wird, dass man also das jetzt trennen kann. Das ist für Energieversorger sehr wichtig, um einfach mit den Kostenbelastungen auch klarzukommen. Ne? Also was passiert, wenn ein Kunde jetzt plötzlich keinen Versorger mehr hat? Der fährt in die Ersatzversorgung oder wie sieht es mit der Grundversorgung aus? Wie lange bleibt die? Kann der Kunde sofort in die Grundversorgung und so weiter? Also das sind entsprechend Anpassungen vorgenommen worden, die auch entsprechend auf Grundlage der derzeitigen Lage in der Energiewirtschaft einfach notwendig waren und die man auch in dieses Paket mit hineingenommen hat. Also um das mal ganz, ganz offen zum Beispiel zu sagen, wir haben in diesem Jahr einen Energiekonzern begleitet, der in einer Nacht 17.000 Kunden in die Ersatzversorgung bekommen hat, aufgrund des Wegfalls eines großen anderen Versorgers, der in die Insolvenz gegangen ist. Und diese Kunden müssen ja dann ins eigene Energieportfolio auch berücksichtigt werden. Und das bedeutet, ich muss jetzt in dieser Nacht praktisch den Verbrauch für 17.000 Kunden zukaufen oder irgendwoher beziehen. Und das ist natürlich nur machbar, wenn ich da Preise dann auch mal aufrufen darf, die mir einen spontan teuren Zukauf rein wirtschaftlich erlauben. Das war in der Vergangenheit nicht so einfach. Die Ersatzversorgung als Tarif war immer an die Grundversorgung gekoppelt, also öffentlich und gleichbleibend und fair. Und jetzt ist es so, dass die Ersatzversorgung, die immer befristet ist, tatsächlich auch deutlich teurer werden kann aus den gegebenen Gründen des Marktes, um die Grundversorger auch schützen zu können, um die Stadtwerke schützen zu können, die ja sonst wirklich eine extreme Belastung hatten. Ein weiterer Punkt eben auch, weil manche Versorger ja nicht nur weggefallen sind, sondern auch einfach nur ihre Versorgung beendet haben, so ganz freiwillig, aus fadenscheinigen Gründen, das ist nicht mehr so einfach möglich. Die Bundesnetzagentur fordert, dass Energieversorger mindestens 3 Monate vorher ankündigen, dass sie nicht mehr am Markt tätig sind. Und das bedeutet schlussendlich, dass es nicht nochmal passieren kann, was wir in diesem Jahr und letzten Jahr gesehen haben, außer man würde wirklich empfindliche Vertragsstrafen der Aufsichtsbehörde dann haben wollen. Schlussendlich ist die BNSA bisher vor allem tätig in Bezug auf die Netzbetreiber, aber wird hier jetzt umso mehr Befugnisse bekommen gegen auch fadenscheinig tätige Versorger. Herr Treffs, ja? Was ist ein Energielieferant? Wie ist der definiert? Der Lieferant ist der Versorger, der also irgendwoher Kunden bezogen hat, mit einem Tarif diese beliefert. Und das kann tatsächlich eine rein leere Markenhülse sein, die von irgendwelchen Dienstleistern nachher mit einem Callcenter, sage ich mal, bedient wird. Na, also wenn Sie ein Portal haben, sagen, hier ist ein Tarif, lass dich von mir versorgen und jemand schließt bei Ihnen Vertrag ab, dann sind Sie an sich schon mal ein Energielieferant. Jetzt müssen Sie halt die Energiemenge irgendwo herbekommen. Na, und die dann praktisch beliefern. In diesem Moment werden sie dann stromsteuerpflichtig und so weiter. Ne? Dann haben sie bestimmte Pflichten gegenüber auch dem Zollamt und so weiter und müssen anzeigen bei der Bundesnetzagentur, dass sie als Versorger jetzt tätig sind. Ne? Also der Lieferant oder auch der Versorger, das ist immer eine Rolle, ist der, der den Endverbraucher in einer Form beliefert und dafür sich in seine Energiemengenbuchhaltung Mengen zukauft oder selbst erzeugt aus seinen eigenen Anlagen heraus. Ja. Das ist der Lieferant. Das ist so unterscheiden vom Anlagenbetreiber. Ne? Das kann zwar dasselbe Unternehmen sein, aber der Betreiber an sich, der kann ja auch irgendjemanden versorgen. Also der versorgt nicht direkt, der liefert seine Strommengen an einen Energiemakler, an die Börse oder wo auch immer hin.
Ne? Da kommen wir zum Begriff liefern, aber der ist kein Energielieferant im Sinne der Energiewirtschaft. Der Erzeuger ist nur der Erzeuger und der Lieferant ist der, der wirklich mit Endverbrauchern zu tun hat. Genau. Ne? Und ist in dem Fall noch von dem Netzbetreiber abzugrenzen, genau. Weil der Netzbetreiber ist derjenige, der das Netz hat und durch dessen Netz dann die Energie zum Kunden fließt. Genau. Aber es ist eben nicht der Lieferant. Genau. Genau. Der steht so praktisch dazwischen und hat den Gesamtüberblick, wer hat hier was eingespeist, wer hat hier was dann versorgt an die Endkunden. Genau. Das ist also für die Energiewirtschaft eine wirklich relevante Entwicklung, dass wir hier diese Trennung haben, der Grund- und Ersatzversorgung bei den Lieferanten und dass hier auch wirklich die Preise jetzt extrem auseinandergehen können, aber trotzdem transparent öffentlich sein müssen, damit jeder so verbraucherschutztechnisch weiß, auf was da auf ihn zukommt. So, und wie immer gerne weitere Fragen auch zu dem Mitgliedsbereich unten in die Kommentare schreiben. Like das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.